Hallo und herzlich willkommen bei Virtue Choose, einer neuen Folge. Creative, was sagen, dass ihr eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ich hoffe, diese Folge werden wir nicht so konfrontiert mit Übeltätern und so weiter und so fort. Denn wir müssen hier unten noch ein bisschen was machen. Die Beleuchtung versenken und unsere Wände verschönern. Also generell hier die Oase dementsprechend am gleichen Arsch. Ja, irgendein Vieh kann das sein. Nee. So, dazu haben wir drei, vier Sachen, die ich vorbereitet habe, wie hier Lianen und halt die Lampen dann im Boden versenken. Also bleibt dran. Fangen wir mal mit den Lianen an. Die sollen halt, wie gesagt, hier bis an den Boden reichen. Und für so eine Oase brauchen wir schon ein bisschen was, was uns hier den Alltag versüßt. So. Ja, ich finde, das sieht ganz nett aus. So, hier wird es ein bisschen schwieriger. Gehen wir erstmal nach oben. Alles auf eine Ebene. Aber die haben wir noch was vergessen. Müssen wir natürlich den Ansatz trotzdem schön weiß machen. Ich immer noch nicht weiß, was ich mit der Decke mache. Ich hätte da eigentlich auch schon eine Idee, ob ich die doch noch mal dazwischen einer ziehe. Muss ich mir noch überlegen. Würde natürlich wieder viel Arbeit bedeuten, hier in der Decke rumzuwursteln. Da muss ich mir natürlich auch drüber im Klaren sein. Hier weg, so wollte ich das haben. Da bin ich bis reingegangen. Okay, machen wir das doch hier auch nochmal. So. Wirkt doch schon ganz anders, die Wand. Muss ich ja zugeben. Ne? Das hier wächst auch wieder zu. So, jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Die Beleuchtung. Natürlich doof. Weil das ist nur eine halbe Höhe und keine halbe Grasfläche. Scheiße. Passt so nicht. So ein Scheiß. Müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Nicht wie gedacht. Bald habe ich genug davon. Natürlich doof. Ich bin ja auch ein Vieh. Da ist ein Schwein. Erst müssen wir hier an dem Haus, müssen wir auf jeden Fall Licht reinsetzen. Habe ich davon Slabs in der Tasche? Ja, habe ich.
Das muss gemacht werden. Weil hier diese Lampen, die bringen ja gar nichts. Anderen Stein, den ich da verballern kann. Hier sowas. Zum Beispiel. So, hier einen runter. Am Haus Licht haben. Irgendwann hört er doch auf, hoffentlich. Na, hier wollte ich mir in die Ecke noch einen hinsetzen. Funktioniert noch nicht, okay. Na, man, hier drin ist schon mal Licht. Gehen wir nach oben. Hier können wir uns auch kein Licht hinsetzen. Ja, auch nur die normale Decke, ne? Das Gute ist, hier können wir es in die Decke pflanzen. Höher geht's ja nicht, ne? Nee. Hier würde ich eigentlich auch nochmal rausnehmen, ein bisschen was. Ja, ja, auch keine Chance. Ich hier nochmal eine so. Was bist du für ein Du bist ein Slap, das ist auch ganz gut. So, hier drin haben wir schon mal so weitestgehend Licht. Nur um den Rest kümmern. Ach ja, hier müssen wir auch nochmal angleichen. Ja, auch mit den Slabs machen. So. Na, hier wächst von allein wahrscheinlich nichts drunter. So, weiter im Text. Komm ran hier, komm ran hier. So, bald habe ich echt mehr als genug davon. Hier würde ich gerne eigentlich einen Baum pflanzen. Habe ich nicht irgendwo einen Blueprint-Baum? Meine. Halt auch schick aussieht, ne? Kostüm. Wird dementsprechend natürlich ein bisschen abgewandelt. Very groß. So, noch hier an Blueprints.
Muss ja auch so groß sein. Ja, so reicht mir das ja völlig aus. Gucken, was wir da machen können. Doof, dass ich davon jetzt nichts mehr dabei habe. Ja, und auch was ich mal hier mit den Lampen mache. Ich guck mal ganz kurz hier rein. Ob es hier irgendwelche schönen Lampen gibt, weil die gefallen mir jetzt weniger. Wenn ich ehrlich bin. Na, gucken wir ein andermal. Machen wir erstmal das, was ich mit der Decke eventuell geplant hatte. Dann nehme ich mit den Glas. Ne, das war, glaube ich, als Diamant gekennzeichnet. Wie ist denn das? Ach so, weil ich hier nicht im Allen drin bin. Ja, ich trottel. Glas. Mit dem hier. Der ist natürlich teuer. Ja, das ist, glaube ich, kein Problem. Der leuchtet nämlich selber ein bisschen. Wenn ich den hier oben noch rüber packe, sieht das richtig cool aus. Könnte zumindest. Das heißt, ich müsste die ganze Decke wegnehmen. So, hier wirklich in dem Umkreis, wenn ich das bis oben an die Wand ziehe. Da kommen wir leider nicht drum herum. Ich gucke erstmal kurz oben, dass wir uns nochmal zurück teleportieren müssen. Diamanten hier, ich glaube nicht. Auch Grünzeug werde ich hier weniger haben. Ja, nur den. Ja, ein paar Diamanten habe ich hier. Ja, minimal, ne? Ja, die können wir ja schon mal reinschmeißen. Nochmal 29 haben wir davon schon. Ich überlege gerade, ob ich schon mal was mitnehmen kann, was wir hier nicht mehr so brauchen, tun, täten. Ganz entrostetes Zeug kann auch weg. Ich habe eh keinen Platz. Na gut, komm, wir huschen mal schnell zurück ins Lager, was auch immer noch nicht fertig ist. Ja, macht Spaß, zwischendurch mal wirklich komplett was anderes zu bauen. Aber danach müssen wir wohl oder übel wieder mal an unser Haus ran. Wir haben noch zwei riesen Räume, die quasi in den Berg gesprengt werden müssen und ausgehöhlt werden müssen. Hier, das, die muss alles noch weg. Das Lager ist noch nicht fertig. Ist eine Menge Arbeit. Ist keine Kiste. So, was kann ich hier noch an diesen Scheiß hier loswerden? Ich will trotzdem gern den hellen haben. Habe ich den hellen noch? Oh ja, habe ich. Wir haben ja noch den letzten Dschungelbaum. Komm, hier kann ich die eigentlich auch mal reintun. Diamanten habe ich ja komplett. Das Eisengezeug bräuchte ich, glaube ich, nicht mehr. Das kann man mal bei Eisen zwischenlagern.
Weil ich ja hier noch nichts habe, kommt das erstmal hier so rein. Restlichen Eisen behalten wir aber noch. Eine Industrialkiste bräuchten wir jetzt demnächst dann auch noch. Da würde ich einfach so Patchnotkisten quasi machen. Muss ja alles da drüben weg, davon abgesehen. So eine Kiste. Du bist ein Table. Bandroom Truck Glitch. Ach ja, den habe ich auch noch. Können wir mal hinstellen und rausholen. Ich weiß nicht, wo und wie der kam. Der war auf einmal im Inventar. Bei dem Diamanten habe ich das Glas nicht zufällig nur drin, ne? Ich hatte jetzt hier nur noch ein bisschen was über. Na, ich will noch mal ganz schnell schauen, wegen Beleuchtung. Da werde ich dann halt auch die blauen Lampen noch mit reinballern. Okay. Aber wie wir das ganze Ding angehen, da mit der Decke, weiß ich jetzt aber auch noch nicht genau. Bin ich gerade noch ein bisschen überfragt. Ja, es muss safe sein, es muss hell sein und die Leute sollen uns nicht auf den Sack gehen hier. Das war schon mal durch. Hätte ich noch mehr. Können wir mal ruhig alle verbraten hier. Wer weiß, wie teuer der Spaß wird. Nee, falsche. So. Autsch. So, erstmal der Baum. Der grüne Baum. Ich hoffe, der verwandelt sich jetzt nicht auch. Ich weiß es gar nicht. So. Das Gute ist, was man hier so machen kann, eine Lampe reinsetzen. Der leuchtet von alleine, glaube ich, auch enorm viel. Bin ich sicher, ob hier drunter was dann. Das ist ja so nach dem Motto. Finde ich nicht schlecht. Ja, der Diamantenhimmel.
ist halt auch teuer, die Scheiße. 24 Stück nur. Den hier so oben lang ziehen. Muss jetzt irgendwo eine Höhe quasi festlegen. Die ist schon sehr weit oben. Normalerweise, wenn wir es ja hier festlegen könnten. Ich nehme jetzt einfach mal hier die Außenkante. Das hier ist die Höhe, die wir benötigen. Würde ich jetzt mal behaupten. Noch einen Rand weiter. Eingrenzen. Aber vielleicht doch eher mit Weiß, dann wirkt das ein bisschen besser. Ja, das wird viel gebuddelt wieder. Ich muss das hier so alles bis hier so wegnehmen. Und dann könnte ich hier rein theoretisch so lang bauen. Also einen Deckenkranz machen und dann gucken, wie es weitergeht. Hier könnte man noch, warte, heißt was da? Natürlich nicht, kann ich sowas machen. Obwohl, nee, der war falsch. Den wollte ich jetzt weniger. Warte mal. Ich hätte so eine Stange hier. Die macht jetzt hier vielleicht auch noch ein bisschen Sinn. Ja, das müssen wir dann nur rumziehen und danach kommt dann nur die Beleuchtung dran. Irgendwie sowas. Ich schaue mal nächste Folge. Danke fürs Zusehen. Bis dahin und tschüss.